Leute, Schrottplatz zu der anderen Art, heute mal an der Schweizer Grenze. Ja, ich bin ja im Urlaub mit ihr. Oh, das ist Olli hier hinten, der einzige Ossi hier in der Gegend. Hier stehen Autos rum, das glaubt ihr nicht, ne? 2er Golf auf dem Schrott bis zum geht nicht mehr. Hier, ein E30, das wäre das Ding für mich, ey, ohne Scheiß. Pickup-Umbau, oder angefangener Pickup-Umbau. Vatan, ey. Voll geil. Steht da hinten noch ein Land Rover? Porsche 924 steht da noch rum. Hinter der Kante zu verkaufen. Aber Problem ist, für mich lohnt sich das nicht. Wenn ich mit dem Trailer wiederkomme, dann sind hier 1600 Kilometer. Nee, der Hatsu ist das. Der Hatsu Turbo Diesel. Sau geiles Ding. Hier komplett. Das kostet bei uns richtig Geld, sowas. Das wollen die richtig Kohle für haben bei uns. Und hier steht das nur so rum. Na gut, hier kostet wahrscheinlich auch Kohle, aber steht halt nur so rum. Steht denn noch? 123er Mercedes. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Ding, oder? Ist da ein Preisschild drin? Das ist auch nie ein Preisschild drin. Das ist ein Diesel. Das ist auch Diesel, glaube ich. Sachen gibt das, ey. Ohne Scheiß. Halt A4, normale Gebrauchte. Runtergefallene Sonnenbrille mit rausgefallenem Glas, wo du wieder reinstecken kannst. Da tust du dir doch an. Du darfst nicht immer auf alles hören, was sie sagt. Die hier nutze ich auch gerne aus. Du nutzt mich aus? Ja. Das ist die Brille, wie gesagt. Die kriegen wir geklebt, glaube ich. Das geht. Ein bisschen Klebeband da und dort. Guck mal, ein relativ gutes Astra F Cabrio sogar. Die sind meist auch mal tot, die Dinger. Ja. Steht bei uns nicht mehr rum, sowas. Ohne Scheiß. Gut, jetzt gehen wir aber anders hin. Vielleicht kommen wir da auch, ich weiß nicht, ob ich da filmen darf. Deswegen nur eben, noch so ein Short-Clip werden, irgendwo für irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Aber das muss ich mal eben aufnehmen. Weil bei uns, bei Udo, gibt es da gar nichts mehr jetzt. Hier, original mit DIN-Kennzeichen da dran. Ja. Nee, 230er. Einspritzer, Benziner. Ja, 18.98 TÜV abgelaufen. Ja, das ist ja wieder mit Sprit nicht mehr laufen, glaube ich. Da ist doch Motor noch drin. Der hat noch Kennzeichen. Guck mal, da steht noch drin, ein G-Kart. Mit G-Kart. Aber eins vorhanden. Papa. Hä? Bis gleich. Gut, bis gleich. Nachtrag für euch. Ich durfte drauf nicht filmen, aber schöne Autos da auf jeden Fall. Aber soll ich nicht zeigen, ne, wie gesagt. Also alles, was öffentlich ist, zeige ich, und alles andere nicht. Wisst ihr Bescheid. Gut, munter. Oh, wenn wir nicht draufkommen, draußen steht noch genug rum. Guck mal, haben wir hier nochmal S-Klasse, S-Klasse, S-Klasse. Dementsprechend aber auch in sexy. Ein noch komplett, aber alle mehr als durch, ne? Kannst wegschmeißen, die Dinger. 450er. Geil, aber hinten, das ist was Besonderes wieder für mich hier. Der Pickup, der da vorne steht. Der Chevy S10. Der hier. Wer aus der Ecke kommt oder was? Der ist gar nicht mal so schlecht. Der soll noch laufen. Ist verbeult bis und geht nicht mehr abgefuckt, aber der Rahmen ist super, da ist gar nichts mit, hab ich gerade mal geguckt. Wenn der näher ranstehen würde, dann hätte ich ihn heute noch abgeholt, sag ich jetzt schon, wie es ist. 900 Euro, so wie er da steht, habe ich gehört. Wäre geil, wäre doch was für mich. Schade eigentlich, hier steht aber am Arsch der Welt und 1600 Kilometer. Übrigens, habt ihr schon mal ein Wespennest gesehen im Golf? Hier, noch ein Nistennest in der Tür, in der Golf 2 Tür. Spezial. Hast du gesehen? Mit dem Nest da drin? Total hardcore. Guck mal, das ist der höchste Audi in 100 ever. Nee, so, weiter geht das.